Ich habe gestern im Plenum zur Datenschutzgrundverordnung gesprochen. Die Medien überschlagen sich ja mit Berichten zum Thema. In der Bevölkerung herrscht große Unsicherheit, wie man sich jetzt verhalten muss, ohne drakonische Strafen befürchten zu müssen. Darf man jetzt überhaupt noch öffentlich fotografieren und filmen oder nicht? Wie weit geht der Datenschutz und wo endet die Meinungsfreiheit? Ich kenne Handwerker, die ihre Homepage einfach abgestellt haben, weil sie sich keine Rechtsberatung mehr leisten können. Dazu kommt ja, da habe ich in meiner Rede ja auch darauf hingewiesen, dass selbst ein professioneller Anwalt keine verbindliche Rechtsauskunft mehr geben kann. Kurzum, an der Datenschutzgrundverordnung ist vieles unklar und die Leute haben zu Recht Angst und es war die AfD, die zu diesem Thema jetzt eine Aktuelle Stunde im Bundestag erzwungen hat. Die Debatte war sehr interessant. An den unqualifizierten und niveaulosen Zwischenrufen aus den Reihen der Altparteien haben wir uns ja inzwischen gewöhnt. Die regierenden Parteien mussten im Grunde zugeben, dass sie Fehler gemacht haben. Außer Stefan Meyer von der CDU. Er war relativ uneinsichtig und leugnete die Tatsache, dass es ein Problem gibt. Die üblichen Beschwichtigungsfloskeln also, die man ja auch von der Kanzlerin kennt. Die übrigens dazu geführt haben, dass die AfD jetzt im Bundestag sitzt, weil die Menschen sich von der CDU nämlich nicht mehr ernst genommen fühlen. Die Bundeskanzlerin hat ja auch gesagt, dass sie nicht vorhat, Änderungen an dem Gesetz vorzunehmen. Stattdessen will sie wirklich genau hinsehen, wie Verbraucher, Unternehmen, Verbände und Behörden mit den Regeln klarkommen. Jetzt mal ehrlich, hört sich so eine Regierung an, die ihre Bevölkerung ernst nimmt? Genau hinsehen, wie sich die Leute verhalten? Für mich klingt das eher nach einem Sozialexperiment. Wie übrigens so vieles, was in diesem Lande gerade läuft. Wir waren es, die diesem Vorhaben in Brüssel eine Absage erteilt haben. Die AfD hat als einzige der im Bundestag vertretenen Parteien dagegen gestimmt. Daran können Sie sehen, liebe Landsleute. Wir sind es, die den Finger in die Wunde legen, die unbequeme Tatsachen zur Sprache bringen und wir sind die Partei mit Mut zur Wahrheit.